Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathe Bock, wenn Mathe Bock macht. In diesem Video lernst du, wie du mit Bleistift, Geodreieck und Zirkel eine Figur um ein Symmetriezentrum drehen kannst. Eine Aufgabe, die dir zum Beispiel unterkommen kann, ist, dass du eine Figur, in dem Fall das Viereck ABCD, um einen speziellen Drehwinkel, in dem Fall 150 Grad, um ein Symmetriezentrum Z drehen sollst. Was du dafür natürlich können musst, ist Winkel zeichnen. Wenn du das noch nicht kannst, dann guck dir das Video über Winkel zeichnen. Wir arbeiten der Reihenfolge nach. Wir zeichnen als erstes mal einen Strahl von Z aus, der durch den Punkt A verläuft. A nehmen wir als erstes, weil es einfach im Alphabet der erste Punkt ist. Von diesem Strahl aus zeichnen wir jetzt einen zweiten Strahl. Der wird dann gleichzeitig der zweite Schenkel eines Winkels sein. Und dieser Winkel, der soll 150 Grad haben. Ihr seht, ich benutze die Methode, ich lege also das Geodreieck hier an und trage dann die 150 hier ab. Ist natürlich klar, ist ja ein stumpfer Winkel, deswegen darf ich nicht verwechseln, hier die 150 zu nehmen. So, den Punkt habe ich markiert und ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Den verbinde ich jetzt von Z aus zu einem Strahl und dann habe ich schon mal den zweiten Schenkel von so einem Winkel. Das kann ich hier einmal, damit es nicht unübersichtlich wird, dann markieren. Also das hier, das sind 150 Grad. Als nächstes kommt der Zirkel zum Einsatz, stecht ein in Z und stellt den Winkel so ein, dass er genau durch A durchzeichnet. Expertentipp, legt euch auf jeden Fall irgendwie ein Stück Pappe oder so unter, damit ihr nämlich jetzt hier, wenn ihr mehrfach in Z einstecht, nicht euer ganzes Heft, euren ganzen Block kaputt stecht. So, ihr könnt zum Beispiel einen Kreisausschnitt malen, zeichnen, der so groß ist, dass er gerade den zweiten Schenkel trifft und an der Stelle befindet sich dann der Symmetriepartner von A und den bezeichnen wir mit A'. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Das wäre also der Punkt B. Wir zeichnen wieder von Z aus einen Strahl durch B durch. Und nun legen wir das Geodreieck wieder so an, dass die Zentimeterskala entlang dieses Strahls ist. Und wir markieren bei 150 Grad ein kleines Pünktchen, zeichnen den zweiten Schenkel des Winkels und dann können wir auch gleich wieder den Zirkel nehmen. Es gibt ein paar Leute, die sagen immer, naja, man kann es doch eigentlich auch nur mit dem Geodreieck machen. In dem Fall ist B doch genau 5 cm weg. Naja, ist es 5, ist es 4,9? Wer weiß es ganz genau? Man kann es nicht sagen. Dafür ist das Geodreieck eigentlich nicht ganz so geeignet, weil es eben nicht ganz so genau ist. Und der Zirkel, der ist, wenn er ordentlich spitz schreibt, dann wirklich 100% genau. Und da kann dann wirklich keiner, auch nicht der Lehrer, sagen, hey, das ist ungenau. So, also schreibt genau durch und ihr könnt entweder wieder ganz machen oder ihr tragt einfach nur den Punkt ab. Wichtig ist nur, dass ihr das auf dem richtigen Strahl macht und nicht verwechselt und jetzt zum Beispiel hier auf dem anderen Strahl abgetragen hättet. Wir markieren das und benennen es gleich mit B'. Gleiches machen wir jetzt mit den anderen beiden Punkten noch. Wir verbinden erstmal von Z aus mit einem Strahl C und wir legen wieder das Geodreieck an, markieren einen Winkel 150 Grad, zeichnen den zweiten Schenkel und schnappen uns unseren Zirkel.
einstechen in Z, einstellen auf C, prüft, dass es genau durchzeichnet, das tut es und tragt es auf dem richtigen Strahl ab. Gleich markieren und mit C' benennen. Letzter Punkt, wir sind gleich fertig. Gleiches machen wir jetzt mit D. Einen Winkel zeichnen, 150 Grad markieren. Und den zweiten Schenkel markieren. Der Zirkel wird uns gleich sagen, wo auf diesem zweiten Schenkel der Punkt D' liegt. Lasst euch da wirklich genug Zeit, das einzustellen. Prüft es nochmal nach, dass es wirklich hundertprozentig sitzt. Und tragt den Punkt D' auf dem Schenkel ab. D'. Zu guter Letzt müssen wir jetzt nur noch die Punkte miteinander in der richtigen Reihenfolge verbinden. Das bedeutet von A' nach B', von B' nach C', von C' nach D' und von D' zurück nach A'. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weitergeholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.